Die Obfrau vom niederösterreichischen Arbeiterinnen- und Arbeiterbund, Christiane Teschl-Hofmeister, startete im Sommer ihre Tour durch alle Bezirke. In St. Pölten im Restaurant Seedose zog sie das Resümee. Positiv überrascht hat mich, dass der NÖRB sehr breit aufgestellt ist, dass es ein sehr bunter Verein ist, wenn ich das so salopp formulieren darf. Wir haben von jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bis hin zu Menschen, die ich getroffen habe, die seit 65 Jahren beim NÖRB dabei sind, alle Altersgruppen und auch alle Schichten vertreten. Wir werden zunehmend weiblich, was ich sehr gerne sehe, was mir sehr gut gefällt. Und wir sind in vielen Bereichen breit aufgestellt, die sich jetzt vor allem gerade in der Krise sehr bewährt haben. Also der öffentliche Dienst, die Bildungseinrichtungen. Und die sind alle mit dabei und können auch viel aus ihrer Erfahrung erzählen, was den Lockdown betroffen hat und daraus Rückschlüsse auf die Zukunft treffen. Und das kann ich sehr gut mitnehmen. Das Motto für die Sommertour lautete: der NÖRB voll auf Touren. Eine Tour, die nicht nur regional sehr abwechslungsreich war. Und ich habe ganz viele beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt, die teilweise auch sehr jung sind, die eigentlich schon ganz anders arbeiten, als man es allgemein vielleicht beschreiben würde, die sehr digital sind. Und all diese Sichtweisen zu erfahren, war für mich sehr erfrischend und sehr mutmachend, weil ich mir denke, wenn man diese Ideen ernst nimmt, dann wird uns auch viel einfallen auf dem Weg in die Zukunft, was das Arbeiten anbelangt. Was ich auf jeden Fall in dieser Sommertour mitnehmen konnte, sind Eindrücke, die ich teilweise vorher schon hatte, aber auch neue Ideen. Also mir war schon klar, nachdem ich ja selber viel darüber nachgedacht habe, was will ich mit dem NÖRB in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Und da habe ich einiges an Bestätigung erfahren für die Themen, die mir am Herzen liegen. Andererseits auch natürlich Themen mitgenommen, an die ich vielleicht von selber nicht gedacht habe, weil wir eben so vielfältig sind, dass ein einzelner Mensch, so wie ich, das auch gar nicht durchdenken kann, weil wir haben Bereiche vom Bundesheer über die Polizei, über, wie gesagt, die Straßendienstmitarbeitenden, wir haben die Pädagoginnen und Pädagogen, wir haben ganz viele Menschen aus den Elementarpädagogikbereichen und dann noch ganz viele ganz unterschiedliche Unternehmer. Also da hilft es natürlich, wenn man sich auf viele Stimmen verlassen kann. Zum Beispiel auch die der Pressearbeiter. Beim Smalltalk wurde unter anderem über die neuen Schwerpunkte gesprochen. Die Themenschwerpunkte zeichnen sich schon ganz deutlich ab. Es geht einerseits um eine Flexibilisierung der Arbeitswelt. Man will einfach mehr offensichtlich selber mitentscheiden können, wie man ganz konkret arbeitet. Wir müssen da einen breiteren Rahmen abstecken, den man dann wahrscheinlich auf Betriebsebene am besten individuell für die Firma festlegt und für die einzelnen Arbeitnehmer. Wir werden nicht nur mehr unter Anführungszeichen ans Arbeiten denken müssen. Wir müssen das Leben mitnehmen. Wir müssen an die Kinderbetreuung denken. Wir müssen an Pflegeeinrichtungen und Pflege denken. Und die Digitalisierung ist eines der Themen, die über allem drüber steht. Die werden wir auch mitnehmen müssen in unsere Ideen für die Zukunft. Eine Zukunft, die auf jeden Fall einen Wandel in der Arbeitswelt bringt.